Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Setup-Video. Diesmal befinden wir uns in Spanien und das wird ein gutes, weil ich habe ja schließlich das Liga-Rennen gewonnen. Also kann schon mal das Setup schon gar nicht so schlecht sein. Wir fahren 4-9 Wings. Das ist etwas mehr als die Pro-Liga fahren. Die fahren 4-8, aber 4-9 fand ich, gab mir etwas bessere Stabilität. Dafür fahren wir wie immer 50-50 auf der Transmission. Es gibt uns sehr viel ein rotatendes Rear und es gibt uns sehr viel Turning mitten in der Kurve und es hilft einfach. Camber ist diesmal minus 2,8, minus 1,2 und kein Toe eingestellt. Da kann man mehr aggressiver gehen nach rechts. Allerdings ist dann die Tire Wear zu hoch aus meiner Sicht. Deswegen bin ich bei minus 2,8 und minus 1,2 geblieben. Umgekehrt, wenn man denkt, dass man noch weniger Tire Wear braucht, dann würde ich eher auch praktisch die mittleren Einstellungen empfehlen oder sowas in der Richtung. Dann Suspension 1,4, 2,6, 3,4. Gehen wir jetzt nochmal durch. Also 1,4 dient darum, um ein bisschen mehr Stabilität zu bekommen durch die schnelle rechts. Deswegen ist die hintere Suspension etwas höher, dadurch wird das Heck am Exit etwas instabiler, aber dafür haben wir die Anti-Roll-Bars recht soft eingestellt. Der Unterschied zwischen 2,6 sorgt aber immer noch dafür, dass unser Auto schön lebendig bleibt und sich gut anfühlt. Und 3,4, weil wir doch einfach recht viel Curves mitnehmen. Wenn es zu aggressiv ist, dann würde ich empfehlen, die Rear-Ride-Height noch um 1 zu erhöhen. 150 und keine Tire-Pressures wie immer. Ich bin eine ganz gute Runde damit gefahren. Bin 137. Ich denke, dass da 13 mit dem Setup locker drin ist. Und ich würde sagen, das war's von mir wieder. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.